Ja, meine Leute, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und zwar habt ihr ja vermutlich, ich weiß jetzt nicht, wann ich das hochlade, dieses Video, aber auf jeden Fall habt ihr ja gestern oder heute den ich wollte nur kurz wissen, ob du noch im Creative bist, den Trailer zu Geist Survival gesehen, den ich erfunden habe. Ja. Und aber dieses und das ist ein neues Projekt auf unseren beiden Kanälen. Ich erkläre ganz kurz, was ich erkläre ganz kurz, worum es geht. Wir haben hier aus einer Skyblock-Welt, aus einer Skyblock-Insel, diese verschiedenen Inseln gebaut, wo noch verschiedene Sachen drin sind. Wir haben hier zum Anfang zwei Wassereimer, ein Lavaeimer, 10 Karotten, 5 für ihn, 5 für mich. Ich baue dann direkt den Wasser-Collector-Ding. Also in der Regel, diese 5, Entschuldigung, Goldblöcke dürfen nicht abgebaut werden. Genauso wie die restlichen 5. Da sind das ist übrigens auch das einzigste Gold, was es hier auf der Map gibt. Der Rest ist nur Kohle. Das werde ich auch weil das ist einfach nur so, dass wir wissen, wo die Mitte von der Welt ist, dass wir dann so, keine Ahnung, am Ende dann so... Ja, schön, Entschuldigung, alles gut. Ich habe nämlich etwas Hunger. Und da hinten gibt es eine Insel, hier gibt es eine große Insel, hier gibt es mehrere kleine Inseln und da gibt es noch eine fette Insel. Und wir sind auf der großen, fetten Insel. Und ja, das ist quasi eine Höhle, die Insel, auf der ich gerade auf dich gerade gucke. Das ist quasi eine normale Overworld, nur zerrissen. Das ist eine Flachland-Overworld mit Bäumen und das da hinten soll eine Wüste sein mit ganz vielen Kakteen. Und etwas Lava. So, das wären auch alle Welten. Hier gibt es verdammt viel Kohle. Und wir spielen natürlich mit Monstern, ne? Ganz kurz, ich habe einen Fehler, das bessere ich ganz kurz aus, deswegen gehe ich ganz kurz in Game Mode, weil ich habe nämlich was am Anfang verwechselt. Nämlich nicht zwei Wassereimer, sondern wir brauchen zwei Lavaeimer. Okay, mach das mal schnell. Da kann ich ja noch ein bisschen erklären. Also unser Plan ist einfach so lang wie möglich hier zu überleben. Und ja. Ja. Wenn uns die Ressourcen ausgehen, haben wir verloren. Und wenn wir sterben, haben wir auch verloren, oder? Geh mal ganz kurz weg. Nee, ja. Warum sollten wir verloren haben, wenn wir sterben? Jawohl. Na gut, machen wir, wenn wir die Ressourcen verloren haben. Aber wenn wir nichts mehr haben. Ja, weil wenn wir nichts mehr haben, dann... Das ist Risiko bei dem Spiel. Das ist Risiko bei dem Spiel. Ja, das ist ziemlich Risiko. Und du leckst im Teamspeak. Du leckst im Teamspeak gerade ein bisschen. Ich lege nicht, ich lecke. Meinst du? Hab ich schon gesagt. Du hast gesagt, ich lege. Du leckst also im Teamspeak so ein bisschen. Ja, egal. Übrigens, der Baum hat mich gebaut. Ich bin der King. Spaß. Ich hab diesen Baum hier. Habe ich gebaut, voller Mühen, und jetzt zerstören wir diese Map. Es ist ein schönes Gefühl. Wo ist das Holz? Vor allem, wir haben kein einziges, kein bisschen World Edit. Oh, Entschuldigung. Oh Gott, hör auf, ich zu schlagen. Kein einziges World Edit benutzt, also kein einziges Mal. Wir haben ja auch gar kein World Edit auf dem Server drauf. Ich mache ein Crafting Table, okay? Yep. Und ganz kurz, gib mir mal zwei Sticks. Ja. Dann mach du mal eine Holzspitzhacke und ich fang schon mal an. Bau mal drei Steine für dich ab und drei für mich. Damit ich mir eine Spitzhacke machen kann. Da können wir etwas Holz sparen. Ja. Ich geb dir schon mal drei hier für dich. Hast du noch mal Sticks? Aber die hast du eben wieder eingesammelt. Danke. Ich bin etwas erkältet. Also wundert euch nicht, wenn ich ab und zu mal mache. So. Dann bauen wir mal den Schild hier ab. Und ich bräuchte auch wieder zwei Sticks, bitte. Sticks. Ah, ich kann hier selber machen. Okay, gut. Ich habe 4 Sticks. Ich hol schon mal mehr Steine für den Ofen und alles. Du wärst runtergefallen, weil ich da irgendwie dachte, da wäre ein Name. Lol. Und man Steine verbrennt gerade die ganze Zeit, weil die alle Suizid begehen.
Ja, warte, das, da beuge ich gleich vor, wenn ich einen neuen Stein habe. Ja. Und der Steine fliegen durchgehend nach rechts. Okay, jetzt ist einer nach links geflogen. Hier ist eine direkt zu mir. Okay, ich kann einen Ofen machen. So, jetzt mache ich nämlich mal ganz kurz den da. Scheiße! Eine Lava weg. Scheiße. Wie kommen wir am dümmsten an die Lava ran? Warte. Bitte jetzt nicht zumachen, das wäre nicht so gut. Ich habe einen ganz einfachen Trick, wie wir an die Lava rankommen. Warte. Warte. Ich muss nur gucken, an die untere Insel muss ich rankommen. An die unterste, da ist Lava. Oh Gott, die unterste Insel ist eigentlich hier so. Hier, warte. Ganz unten ist ja noch eine, die habe ich da platziert. Pass aber auf, dass du jetzt nicht stirbst. Hab's. Okay, gut. Ist auch nochmal Wasser? Ich hab'n Lava. Lava. Ist aber auch keine Kohle. Versuch mich schon mal zu einer anderen Insel zu bauen. Ich glaub, that shit, ich wär beinahe runter. Ey, pass bitte auf, okay? Ich will jetzt echt nicht, dass du so schnell stirbst. Aber es wäre eh nicht so schlimm. Aber es wäre schon, na gut, ja, ärgerlich eher gesagt. Okay, hab's. Warum baust du das ab? Oh, Entschuldigung. Ah ne, warte mal, baut das wirklich ab, baut das ab, weil dann kann ich da Stein reinsetzen. Dann ersetzt mir das durch Stein direkt. Weil ich würde die Erde gerne benutzen, um Brücken zu bauen, also zu den anderen Inseln. Das mache ich jetzt mal eben schon. Ne, da würde ich lieber Stone Slabs benutzen, weil die, Ja, ich weiß, aber die verschwinden, aber die sparen halt schon, aber trotzdem, ich... Die Erde brauchen wir für Bäume im Endeffekt, damit wir Baumfarm machen können, ja, und so. Wir können doch wirklich, ich habe schon eine geile Idee, wie wir eine Baumfarm machen können, auf den Wegen. Nicht auf, sondern bei den Wegen, ich zeig's mal. Guck, wir machen so gerade Wege, wie sonst. Und dann immer so zwei nach hier oder so, also guck, sowas. Und da kann dann der Baum wachsen. Verstehst du? Naja. Und wenn er ganz kurz im T-Speak laggt, ihr müsstet ihn eigentlich alle verstehen, ich verstehe ihn ja auch. Weil zwischendurch laggt er im Teamspeak, aber das müsste ja kein so großes Problem sein im Endeffekt, weil, ja. Ja, und noch solange ihn versteht, ist ich würde gerne noch ein Angebot machen, nämlich, dass du länger, also alle 10 Folgen, also wir haben jetzt den Schwierigkeitsgrad auf easy. Ja? Also ich würde dann nach den ersten 10 Folgen dann normal oder so zu machen. Ja? Wenn das okay ist. Also nach allen 10 Folgen oder allen 15 Folgen halt den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Können wir machen? Wenn's okay ist. Ja. Guck, glaube ich, mir vorgeguckt, das ist der Weg. Und hier dann beim Weg hier so Teile, also Wege. Und da können wir dann Bäume drauf. Ich weiß schon, pflanzen. Ich baue mal eben den Baum hier. Ja. Ich hab mein Holz angesammelt. Ja, hier haben wir auch Kohle dann übrig. Den ganzen Schnaps. Ja? Oh, sorry. Soll ich zurückbringen? Nein, kannst du ruhig nehmen. Verarbeite ruhig. Und denk dran, Settings ist, also im normalen Spielmodus, also normalen Minecraft, sind der Settings so normalerweise unnötige, ja. Also die braucht man nicht, weil überall ja Wälder sind. Aber ist ja nicht aufgefallen, in Skywars ist das Settling einfach boah, das ich mich Wichtigste, was du hast. Oder gehört zu den wichtigsten Dingen, die du hast? Was gehört zu den wichtigsten Dingen? Settlings. Ja. Task Manager. Oh, scheiße, ich muss das Holz verwenden. Task Manager hier. Okay, gut. Ganz kurz, Leute, ich mach ganz kurz nur was mit TeamSpeak, dass ich besser höre. Okay. Ich kann Holz verarbeiten. Gut, jetzt habe ich 24. Oh.
Übrigens, wenn wir Holzbrücken bauen, würde ich dasselbe wie mit Stein machen, also auch Wood Planks. Weißt schon, was ich meine, oder? Nee, ich glaube nicht. Also mit Stein kann man doch diese halben Steinblöcke machen, wenn man so drei Steine in eine Reihe tut. Ja, genau, das meinte ich ja. Das kann man auch mit Holz machen. Wenn wir jetzt Brücken aus Holz machen würden, dann würde ich, also wenn du kein besseres Baumaterial hast, ja, würde ich das auch genauso machen. Jupp. Yep. Würde ich auch sagen. Ich brauche jetzt mal hier die kleine erste Beta-Form der Baumfarm auf. Okay. Ja. Und ich kann da unten die Insel sehen, das ist aber leider keine Ebene. Aber was wir auch machen können, ganz kurz. Guck jetzt hier bei da ganz auf dem Ende diesen Wegen, auf diesen Wegen. Oh mein Gott, ich muss niesen. Okay. Lol, wir sind schon bei 10 Minuten, also knapp 11 Minuten, lol. Was? Also ich zumindest. Lass, wir haben ungefähr gleichzeitig aufgenommen. Also ich habe bei den Start nur gleichzeitig aufgefallen. Ja, ich bin gerade bei 11 Minuten 3. Ich bin bei 11 Minuten 2, also ich bin eine Sekunde unter dir. Jo. Ich hab ein Seed. Ich guck mal, ob ich irgendwelche Settlings finde. Und schon habe ich einen. Okay. Gut, Leute. Bis zur nächsten Folge kriegst du dann auch hin, dass der Teamspeak im Vordergrund ist, dass dann, aber nicht ich will noch ein bisschen weiter aufnehmen. Ich will jetzt noch so ganz kurz noch etwas weitermachen. Irritiert, und ja. Am besten nehmen wir jetzt auch schon ein paar Folgen auf, dass wenn du morgen oder so keine Zeit hast oder so, dass wir dann, ja. Und das können wir dann gleich nach der Aufnahme besprechen. Ja, ich baue jetzt erstmal hier die Baumfarm auf. Ich habe halt dauernd durchgehend die Angst, irgendwie runterzufallen. Das ist das Geile an, Dingens. Ja, ist nicht so geil. Nee, dass man durchgehend so ein bisschen aufpassen muss. Scheiße, ist eine Spinne. In der Höhle. Ich töte mal eben. Und, das wird der erste Kill, okay. Erster Kill in der Serie. Wow. Ich klatsche gleich am Lach. Okay. Gut, ganz kurz, und was mir für die Baumform, was ich da mache, ich setze dazwischen diese, zwischen diese Erddinger setze ich so, Steinlabs dazwischen. Mhm. Soll ich eigentlich schon den Baum da abbauen? Die Erde bekomme ich auch, so. So. Ich mache das auch so, dass ich dann die zweite Erde der jeweils... Ah, fuck, die habe ich verloren. Soll ich helfen mal mit, aber ich mach's mit Holz. Nee, lieber mit Stein, dann sieht's ein bisschen geregelter aus. Ist doch jetzt scheißegal, wie auch was sie geregelt aussieht. Warte, ich bin gleich... Ich hab doch gleich schon. Ich hab's schon fertig. Ja, gut, dann baue ich mich schon mal zu der anderen Insel, wenn's okay ist. Jupp. Und im Endeffekt am Ende, also so im Laufe der Folgen machen wir dann auch alle Wege aus Stein, so, dass dann auch nichts abfackeln kann. Würde ich sagen. Jetzt nicht, was Lars dazu sagt. Ich hole mein Holz. Erstmal hier, ich sichere erstmal hier ein paar Wege. Da könnten wir eigentlich in der nächsten Folge eigentlich auch schon mal anfangen, damit Kohle zu bauen, abzubauen. Ja. Würde ich jedenfalls sagen. Und ja, ich habe jetzt erstmal hier hinten den Weg für etwas gesichert. Und es regnet. Durchgehend am Regnen. Regen. Oh Gott, bei den Sprüngen habe ich manchmal so Schiss. Okay, ich muss schon fallen. Mhm. Okay. Ich werde vielleicht mal die Eimer aus dem Inventar tun. Wenn ich mit den Eimern runterfliege, bin ich so gefickt. Die Eimer sind fast das Wichtigste, was wir haben gerade. Ja, und ich, Idiot, laufe die ganze Zeit damit rum. Das heißt, du hättest die ganze Zeit sterben können. Ja, wäre ich jetzt die ganze Zeit gestorben, dann wäre das gefickt gewesen. Ich mache das hier nochmal ganz kurz, da können wir auch nochmal eine Erde reinsetzen. Kommt nicht manchmal auch Eisen raus, wenn man dieses Cobblestone-Ding macht? Nee, dafür bräuchte man ein Plugin. Oh Mann. Wie soll man da an Eisen rankommen? Gar nicht. Das ist ja der Witz.
Das ist ja das an Skyblock. Da kommt man kommt gar nicht. Eigentlich theoretisch ist nur von mit Steinen und ja. Holz und Kohle. Was bringt dann eigentlich die Kohle? Ah, vielleicht Fackeln oder so, damit die Monster nicht spawnen. Und ganz kurz, ich google dann auch bis zur nächsten Folge mal ganz kurz, weil es gibt für Skyblock irgendwie so ein paar Challenges, die man schaffen muss irgendwie. Weiß es irgendwie nicht. Ich glaube, so ein Haus bauen, Pilze vermehren, irgendwie sowas. Ich guck danach mal und dann wissen wir da auch in der nächsten Folge auch mal ein bisschen mehr. Würde eigentlich sagen, das war's erstmal für die erste Folge. Sekunde, ich bin auch gleich fertig, warte. Langsam. Was haben wir jetzt heute geleistet? Eigentlich nicht so ultra viel, aber wir haben schon mal, okay, schon für eine erste Folge eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und jetzt haben wir es eigentlich geschafft, eine Folge einfach mal aufzunehmen. Und ein Enderman! Scheiße, pass auf. Die sind so gefährlich, die Viecher. Warte. Wir sollten uns echt nicht mit dem anlegen. Kann man nicht irgendwie aus diesen Stone Slabs wieder Stein machen? Nee, kann man nicht. Dann brauche ich mal ganz kurz zwei Steine. Eins. Scheiße. Soll ich noch versuchen, rund auf. Hilfe, greift mich an! Ich bin der Lava! Gewesen, ich lebe aber noch. Ich brenne gar nicht. Bei? Wo ist der Enderman? Ich geh ins Wasser. Wenn der Enderman kommt, geh ins Wasser. Wenn er dich versucht, dich angreifen, dann kann er dir nichts tun. Wo ist er hin? Oh, mir fällt gerade auf. Hatte ich vorhin für den Trailer ausgemacht. Der Enderman teleportiert dich eh weg wegen dem Regen. Okay, Enderman, kannst nicht angreifen. Gut. Ich würde theoretisch meine erste Folge damit beenden. Ja, Sekunde, ich möchte ganz kurz noch mal gucken, ist der irgendwo. Wollen wir es lieber so machen? Der Enderman hier irgendwo, sonst steche ich dich jetzt ab. Der muss weg sein. Oder er ist vielleicht in der Höhle irgendwo, wo es halt kein Wasser reinkommt. Ich bin tot. Sagen, guter Anfang für die erste Folge. Das war's dann. Ich hatte eh nichts Wertvolles dabei, glaube ich, außer den 5 Karotten. Jo. Aber die kriegen wir dann auch schnell wieder zurück, weil wir die restlichen von Lars anpflanzen können. Gut. Alter, nicht runterschmeißen. Ich sehe es auch. Sorry. Okay. Gut. Ich würde sagen, das war's dann für die Folge. Und ciao. Bis jetzt.